Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, hier bin ich wieder mit einer neuen Runde Call of Duty Cold War Beta. Natürlich hier mit der MP5, eine richtig geile Waffe, die ich hier hochgeladet habe auf Max Level. Jo, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne hier die Waffe auch mal probieren, hochspielen und eventuell im Nachhinein dann auch meinen Waffenguide nachbauen. Ja, und mit den richtigen Attachments habt ihr eine gute Mobilität, Reichweite und werdet nicht auf der Karte erkannt. Baut gerne meinen Waffenguide nach und dann schreibt mir gerne mal eure Meinung rein. Natürlich im heutigen Waffenguide hier die MP5 gebaut. Auf Mobilität, aber auch auf Reichweite. Aber ja, der erste Punkt wäre hier Holoscout. Da könnt ihr gerne auch ein anderes Scope drauf packen, aber damit treffe ich relativ einfach. Könnt ihr aber auch ohne Spielen dafür einen Lasermarkierer reinpacken. Bei der Mündung hätte ich hier den Mündungsdämpfer drin. Natürlich hiermit nochmal hier Radarsignatur wird geblockt. Mehr Kontrolle beim Feuern, dafür weniger Reichweite. Ja, mein kleiner Tipp, damit ihr noch immer guten Schaden macht, den falschen Megalauf. Damit habt ihr nochmal mehr Reichweite, Mündungsgeschwindigkeit. Habt aber weniger Beweglichkeit, aber kein Problem, auch nur minimale Änderungen. Nur noch mit dabei, hier Schnelllade 40 Schuss. Damit habt ihr nochmal mehr Muni mit dabei, mehr Reserve und könnt auch schneller nachladen. Der Nachteil wäre die ZV-Geschwindigkeit, die ja eh relativ schnell noch wäre. Und ohne Schaft habt ihr mehr Sprint-Out-Time, bedeutet ihr könnt nach dem Sprint direkt feuern. Hättet aber aus der Hüfte ungenau. Wie schon erwähnt, statt Scope gerne hier einen Lasermarkierer rein und gebeam. Natürlich hier noch mein Waffenguide, hier für die Beta aufgebaut. Könnt ihr gerne nachbauen, gerne probieren. Ich finde die Waffe echt gut oder allgemein auch die Call of Duty Cold War Beta. Natürlich ein paar Killstreaks wie die Kriegsmaschine ein klein wenig überpowert. Und das Spiel hatte in den ersten Wochen noch eine Menge Ruckler mit drin. Aber momentan nach dem Update wurden die Probleme behoben. Waffen wurden nochmal hier verbessert und verschlechtert. Und natürlich wurden noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Und auch der neue Modi wäre mit drin. Hier Feuerdrupp wäre ein Modi mit einer fetten Karte. Einmal LP mit Schnee bedeckt und einmal hier Ruka mitten im Wald. Und dort tötet ihr dann eure Gegner, sammelt Uran und baut dann eine Bombe. Wenn die meisten Bomben baut und aktiviert, bekommt dann natürlich am Ende den Rin. 40 Mann, eine fette Karte, ein richtig cooler Modi. Wenn ihr darauf Bock habt, werde ich natürlich nochmal darüber ein Video machen. Habe ich auch ein paar Mal live übertragen, könnt ihr euch gerne angucken. Und hier natürlich in der Zukunft, denke ich mal, werden noch einige Waffen hier geändert werden. Die Attachments könnten noch geändert werden, Waffenlevel und. Wir haben momentan nur eine Beta. Bedeutet hier, die Änderungen könnten noch reinkommen, wenn das Spiel dann erscheint. Aber wenn ihr Bock habt und im Nachhinein hier gerade noch vorbeischaut, wenn ihr die Waffe nachbauen wollt, gerne nachbauen. Eventuell lade ich noch einen Waffenguide hoch mit ihr in der Zukunft. Könnt ihr euch dann gerne angucken. Aber ich denke mal hier für die Beta momentan echt eine richtig geile Waffe. Für jeden, der gerade hier die MP5 hochgeladet hat, gerne nachbauen, gerne probieren. Denn ich denke mal, mit dem Waffenguide könnt ihr auch gute Runden schaffen. Der heutige Waffenguide hat aber natürlich ein paar Vor- und Nachteile. Unter anderem hier die Hipfire-Genauigkeit und die Beweglichkeit im Allgemeinen. Aber wir haben natürlich eine gute Sprint-Out-Time. Bedeutet nach dem Sprinten feuern, wenn ihr gerade um die Ecke kommt, gerade ein Gegner euch überrascht, gar kein Problem. Ihr werdet auch nicht auf der Karte markiert durch den Schalldämpfer. Und natürlich habt ihr dann noch eine gute Reichweite obendrauf durch den langen Lauf. Bedeutet, ihr könnt auf Karten wie bei Miami euch einfach anschleichen, Leute von hinten killen, eine gute Streak aufbauen. Nachteil wäre die Treffergenauigkeit und manchmal auch die Muni. Könnt ihr natürlich noch mehr Kugeln mitnehmen. Aber ich denke hier 40 Kugeln Schnelllade wäre die beste Möglichkeit momentan hier in der Beta. Aber wenn ich ehrlich bin, ein paar Punkte nerven mich noch immer in der Beta wegen der Beweglichkeit, Nachladen, Animationen, Tarnungen. Keine Ahnung, aber ich denke mal, ihr habt ja auch eine andere Meinung. Meiner Meinung nach wären einige Punkte gut, aber ja. Und natürlich gerne mal reinschreiben in die Kommentare eure Meinung über die Beta, eure guten und schlechten Erfahrungen, welche Inhalte gefallen euch gut, welche eher weniger. Und welche Änderungen hättet ihr gern? Weil ich bin der Meinung, Call of Duty Cold War gefällt mir recht gut. Nur das Waffenleveln dauert immer lang und einige Attachments könnten noch überarbeitet werden. Gleich wie ihr Scopes und allgemein. Ja, die Sprint-Out-Time, Dropshotten. Punkte, die mich noch ein klein wenig nerven hier im Game. Aber ich finde allgemein die Beta recht gut. Und wenn ihr euch auch gut gefällt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, denn ich werde natürlich eine Menge Call of Duty Cold War hochladen. Noch ein paar Male heute hier und die nächsten Tage live übertragen in der Beta. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann Leute, haut rein und bis zum nächsten Video.